Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Let's Go Evoli mit mir, den Simon. In der letzten Folge haben wir uns hier weiter vorgekämpft quasi. Einige Trainer haben wir besiegt, sehr viele Trainer haben wir besiegt. Und ein bisschen leveln wir gerade unsere Pokémon und es geht einfach weiter, ne? Wir sind fast bei Bill. Guck dir diesen Spinner an. Interessant, wie langsam der sich bewegt. Tja, let's go. Ich habe mit meinem Papa eine Party auf der MS Anne im Hafen von Oriana City besucht. Toll, oder? Wow, wie er dann... Dieses Toll, oder war ein bisschen unnötig. Da hat ein bisschen noch mehr Aufmerksamkeit gemacht, wie sinnlos dieses Gespräch war. Mit Emil. Ja, meine Begeisterung für das Spiel ist übrigens immer noch ganz schön hyped. Ein kleines Update in diesem Bereich. Ich habe immer noch mega Bock darauf und ich kann es kaum erwarten, den zweiten Arena-Orden zu bekommen. Meine AP sind in meinen Nidoran ein bisschen low, weil ich so viel mit dem gekämpft habe. Doppelkick war, glaube ich, gegen Retter nicht sehr effektiv, ne? Das hatte ich letztes Mal schon auf die harte Art und Weise herausfinden müssen. Oh, ein Volltreffer, nice. Ich glaube, ich brauche aber trotzdem 3 Attacken. Nidoran wurde durch Wickel verletzt. So, noch ein Biss und fertig. Ich bin echt gespannt. Oh, nice. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das damit besiegen. Ich bin echt gespannt, ob wir Evoli jetzt schon wirklich einfach verwandeln können, indem wir den halt diese Attacke beibringen. Normalerweise macht man das ja. Oder was? Ratzfatz. Nee, okay, weiter kämpfen. Normalerweise macht man das ja, indem man halt diese Steine da hat, ne? Wasser, Feuer und Blitzstein, ne? Und ich, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Evoli sich jetzt schon verwandelt. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Doppelkick sollte sehr effektiv sein, ne? Gegen das kleine Ratzfatz. Ab wann entwickelt sich Nidoran? Ist es noch vor Level 20? War eigentlich ganz cool. Aber ich glaube, oder? Erst nach Level 20 oder vor, weiß ich nicht. Ich glaube, viele Pokémon entwickeln sich, haben ihre erste Entwicklung vor Level 20. Okay, da ist der nächste. Ich bin unterwegs zu einem wahren Pokémon-Maniac, der in einem Haus in der Küste wohnt. Er redet von Bill. Der Schaffer des... Weil eigentlich ist er der Schaffer von den Lagerboxen, aber die gibt es ja gar nicht, ne? Also ich habe halt meine eigene irgendwie bei mir mit, ne? Ein Kleinstein. Scheiße. Fuck, Gestein. Das ist sehr schlecht gegen mich. Auf jeden Fall gegen meinen Nidoran. Das Einzige, was ich einsetzen kann, ist halt bis... Krass, ich habe fast alle APs aufgebraucht. Okay. Tarnsteine, was? Oh nein, ich wollte jetzt echt meinen Pokémon sogar austauschen. Ja, es macht aber keinen Sinn. Ich werde meinen Pokémon austauschen gegen mein wahnsinniges Knufenser. Auch wenn es verletzt wird, das ist trotzdem sinnvoller. Ich werde das wahrscheinlich one-shotten, das Kleinstein. Geduld. Okay, ich hoffe, ich bin einfach schneller und ich werde nicht sehen, was Geduld bringt. Speichert Energie. Ich weiß gar nicht, was das bringt. Ich meine, ja, ist halt jetzt tot, aber bringen tut es ihm jetzt auf jeden Fall nichts mehr. Alter, 84. Level 16. Oh mein Gott, ich bin, gerade wo wir über Entwicklung sprechen. Schlafbruder. Oh klar, warum nicht, Alter? Wachstum machen wir weg. Das Problem ist, die zweite Entwicklung von Knufenser, Ultigaria, ist leider hart hässlich. Und ich finde Knufenser fucking episch, so wie es so aussieht, ne? Ich habe eigentlich ein bisschen Angst, dass sich das halt entwickelt. Oh Gott, rechte Hand? Nee, rechte Hand ist Quatsch. Nein, nein, nein. Rest hält auch, bla bla, dieser Samerecht Level 14. Giftpuder. Alter, alle lernen hier Attacken. What the fuck? Können wir gegen Heuler meinetwegen auswechseln. So, wir haben Heuler vergessen und wir sammeln Giftpuder. Yay, sehr schön. What the fuck? Ja, okay. Wir sammeln auch Schlafpuder erlernen. Das ist cooler als Giftpuder. Also vergessen wir das direkt wieder. Sehr schön. Alter, ey. Okay, das war jetzt interessant.
Mahalo. Das ist Kampf, ne? Habe ich da irgendwas Gutes gegen? Keine Ahnung, weiterkämpfen. Ich mach einfach mal. Wobei Unlicht wäre vielleicht gut gewesen, weiß ich nicht. Schlafwuder ist Pflanze, okay. Rankenhieb würde ich sagen einfach, ne? Schön mit Rankenhieb, einmal drauf. Klatsch. Fußkick. Oh, das ist nicht mal sehr effektiv. Oh, krass. Interessant, warum auch immer das nicht sehr effektiv ist. Oder normal effektiv hätte ich halt, damit hätte ich halt gerechnet. Mein Xofenso ist halt tatsächlich einfach mega der Boss. Ist halt tatsächlich einfach das krasseste Pokémon, was ich habe. Vielleicht ist Evoli noch krasser, aber ansonsten ist das schon sehr krass. Ja, jetzt hast du es mir da ganz schön gezeigt. Man hält irgendwie immer drei Pokébälle. Im Meer. Ja, ist das hier ein... Na, ist leider kein Doppelkampf. Warte, ich muss kurz einmal schauen, wie geht's mein Team? Woran geht's scheiße? Also, kurz einmal heilen. Ein bisschen... Ein paar APs haben wir ja immer noch, ne? Zack. So. Okay, den einen muss ich da gleich auf jeden Fall raus, locken. Weißt du was? Mein Freund ist richtig cool. Sehr schön. Gut zu wissen. Wo war ich eigentlich bei meiner Pokémon-Geschichte, Alter? Ich habe, glaube ich, noch erzählt. Was habe ich davon zuletzt erzählt von meiner Pokémon-Story, Alter? Herzgold, Soulsilver? Wie ich da Pokéwalker-mäßig unterwegs war? Irgendwie so, ne? Goldini. Okay, machen wir da einen Doppelkick. Auf jeden Fall, dann kam irgendwann... Genau, ich mach da mal weiter. Irgendwann kam halt der Abstieg von meiner Pokémon-Karriere. Und zwar war das mit Schwarz und Weiß. Schwarz und Weiß kam raus. Und am Anfang habe ich mir gedacht, okay, ein Pokémon-Spiel, okay, der Hype war noch da. Es war am Anfang schon ein bisschen komisch, das zu spielen. Weil es anders war und die Pokémon auch anders. Warum habe ich übrigens nicht getroffen mit meinem Doppelkick? War ich zurückgeschreckt oder was? Ich war verwirrt. Auf jeden Fall, genau, Schwarz und Weiß habe ich halt gezockt, ganz normal durchgezockt und habe dann den großen Fehler gemacht und meine Pokémon da übertragen. Das geht ja, glaube ich, immer noch. Man kann immer noch seine Pokémon übertragen von den ganz alten Versionen. Man könnte von Rubin noch bis auf die aktuelle Mond und Sonne übertragen, ne? Soweit geht das. Wo ich echt kein großer Fan von bin, dass man das immer noch kann. Die hätten irgendwann mal einen Schlussstrich da ziehen müssen. So wie jetzt bei Pokémon, Let's Go Evoli. Ich weiß, was ich hier spiele. Ja, das ist so ein bisschen, das bin ich kein großer Fan von, ehrlich gesagt. Oh, dass man das halt immer noch kann. Bei den Mond und Sonne. Und, ja, genau. Und dann habe ich Schwarz und Weiß. Ich weiß noch, ob ich alle übertragen habe. Das war dann mit diesem Minispiel, weil irgendwann ging das einfach... Irgendwann hat man das halt nicht einfach so übertragen gemacht, einfach auf die Boxen geballert oder irgendwie tauschen, sondern musste solche Minispiele spielen. Ich habe das mit allen gemacht und man konnte keine Items übertragen. Was ein bisschen blöd für Events war, weil Events kamen damals immer mit Items, die man den Events eigentlich gerne einfach... Also, die, zum Beispiel das Celebi hatte irgendwie so eine besondere Beere auch, was es getragen hat. Und normalerweise lässt man die Beere eigentlich auf das Celebi, damit es halt original ist, richtig, ne? Ich könnte eigentlich sogar noch einen Trank benutzen fast, ne? Ich weiß nicht, wie viele Trainer noch kommen. Auf jeden Fall habe ich das übertragen alles. Komm, du musst da rausgehen, damit ich da hin kann. Ja, das sollte reichen, oder? Ich bin richtig cool, ich habe nämlich eine Freundin! Wow. Was ist Spacko? genau, ich habe übertragen und irgendwann... Das hat eigentlich damit angefangen, dass ich keine Lust mehr hatte so richtig. Ich habe dann nicht mehr so viel gemacht und so. Und irgendwann habe ich dann, damit war das Ende eigentlich besiegelt. Irgendwann habe ich tatsächlich... Ich habe mir aus Spaß damals mal so ein Action-Modul getauscht, also gekauft, so ein Cheat-Modul, ne? Und irgendwann habe ich halt auch böse angefangen zu cheaten auf meiner Hauptedition. Ah, ganz großer Fehler, ey, da schäme ich mich heutzutage noch für. Ich hatte halt die Hauptedition, die habe ich von Smaragd immer mitgenommen, alle Pokémon. Und dann irgendwann habe ich halt... Ich habe nicht wirklich gecheatet und habe gesagt, oh, guck mal, ich habe was Gecheatetes. Aber ich habe einfach so aus Lust und Laune so ein bisschen was gemacht. Und
habe auch irgendwie bei diesen, es gab ja dieses, dass man global mit der ganzen Welt tauschen konnte und da habe ich auch ein bisschen was reingesetzt. Dafür schäme ich mich heutzutage, das war ein großer Fehler. Ich habe quasi wirklich Cheat-Pokémon bei diesem Global-Ding da reingesetzt, wofür ich mich echt hardcore schäme. Und wahrscheinlich habe ich da auch Cheat-Pokémon ertauscht bekommen, aber da habe ich mir gedacht, ja, ich habe mir das ertauscht, das muss ja, ob das Cheat ist oder nicht, ist ja nicht mein Problem. So habe ich damals irgendwie gedacht. Also ich habe ja wirklich shiny, legendäre ertauscht, wo ich mir eigentlich schon fast sicher war, okay, die sind bestimmt gecheatet. Wer würde das sonst da anbieten? Ja, habe mir dann gedacht, ist aber nicht mein Problem. So, und habe dann halt so, ja, damit war es besiegelt. Dann habe ich auch irgendwann gemerkt, oh, das war kompletter Bullshit. Was habe ich da gemacht? Und habe meine ganze Edition gelöscht. Das ist eigentlich ganz schön krass. Ich habe alles gelöscht. Alles gelöscht, um das halt ein für alle Mal zu besiegeln, weil ich gemerkt habe, oh mein Gott, was habe ich für eine Scheiße gemacht? Ich habe gecheatet. Und habe meine Hauptedition mit den ganzen Cheats und alles gelöscht. Und halt, leider halt auch mit sehr vielen Erinnerungen. Ich wünschte eigentlich, dass ich das heute noch hätte. Aber dann hätte ich das, da hätte ich aber auch die Cheats halt behalten heutzutage, ne? Ich hätte wahrscheinlich alle Cheats freigelassen, aber trotzdem auf dieser Edition wurde herumgecheatet. Sie ist befleckt. Nach dem Motto. Ja. Ich bin eigentlich froh, dass ich das gelöscht habe, um damit so einen Schlussstrich zu machen, aber auf der anderen Seite bin ich auch traurig, weil dadurch sehr viele Erinnerungen kaputt gegangen sind. Sehr viele Sachen, die ich ertauscht habe, sehr viele Sachen von meiner allerersten Edition. Oh, mein Rayquaza mit der ID-Nummer 55432. Mein Star, oh Gott, das ist eigentlich richtig, richtig sad. Das ist richtig sad. Das wären so viele Erinnerungen, wenn ich das heute noch hätte, ne? Aber nee, ich habe alles gelöscht. Und es war letzten Endes, ich bin wie gesagt ein bisschen traurig, aber es war schon die richtige Entscheidung. Ich musste da einen Schlussstrich ziehen. Und danach habe ich irgendwann, gar nicht mehr so lange danach, also ich habe auf jeden Fall dann aufgehört mit Pokémon. Der Kontakt zu meinem besten Pokémon-Buddy damals, Luca, ist auch abgebrochen. Weil ich halt, Pokémon hat uns halt richtig zusammengehalten. Das war halt mein Kontakt zu Luca, Pokémon. Und dann habe ich nachher noch so aus Spaß habe ich dann irgendwann mal wieder Smart angefangen und habe aus Spaß tatsächlich mit diesem DV-Training angefangen. Das hatte ich vorher nie. Vorher war halt Pokémon immer für mich sammeln. Und dann habe ich gedacht, dann habe ich mir das mal durchgelesen, so, oh, DVs, FPs. Wow, man kann da ja richtige Sachen machen. Man kann da ja richtig das Beste aus dem Pokémon rausholen. Und habe tatsächlich auch echt ein paar. Ich habe, lass mich schätzen, irgendwie 10, zwischen 10 und 15 Pokémon, die auf Level 100 sind und komplett perfekt DV trainiert sind. Also nicht perfekt, aber so, dass auf jeden Fall, zum Beispiel, ich habe einen Gengar, weiß ich, mit den höchsten Initiativwert, den man bekommen kann. Und einen sehr hohen Spezialangriffwert. Also sehr, 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 sehr geil. Da habe ich mir echt, da hatte ich sehr viel Spaß dran, einfach bei Smaragd das alles zu farmen. Mittlerweile, die Leute waren ja schon viel weiter. Es gab ja schon Schwarz und Weiß, ne? Und wahrscheinlich auch schon Schwarz und Weiß 2. Was ein bisschen seltsam ist von der Benennung her, finde ich. Und ja, genau. So hat das halt alles aufgehört. Und so habe ich trotzdem weitergespielt immer. Smaragd und habe dann da mir so ein Team zusammen gemacht. Nachher habe ich das noch auf SoulSilver übertragen, die ganzen Pokémon, weil ich weitermachen wollte ein bisschen. Und ich habe jetzt noch eine SoulSilver Edition, wo ich halt ganz viele krasse Pokémon habe, die halt perfekt trainiert sind. Aber ich habe tatsächlich noch nie diese Pokémon eingesetzt. Für mich war dann trotzdem letzten Endes immer noch die Basis, ich sammle diese starken Pokémon. Ich will die sammeln, weil ich sie haben will. Ich habe tatsächlich noch nie irgendwie in Forum gegen irgendwelchen Leuten mich verabredet, um gegen die zu kämpfen oder irgendwie sowas. Oder an den Turnier teilgenommen, habe ich auch noch nicht. Weiterkämpfen mache ich erstmal, ne? Das ist krass, wenn man so labert, wie man dann das Gameplay so ein bisschen im Hintergrund vergisst. Ich habe gar nichts mehr, ich kann nur Kratzer machen. Auf jeden Fall, ja, genau. Und so, genau. Die Smaragd Edition habe ich, glaube ich, auch noch. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, habe ich sogar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich die SoulSilver Edition mit den 10 bis 15 echt krass trainierten Pokémon. Und, ja, genau. Und dann irgendwann, die X und Y, wie gesagt, X und Y, Omega Rubin, Omega Saphir habe ich komplett übersprungen. Da hat mich das überhaupt nicht interessiert. Mehr. Dafür war Pokémon, das neue Pokémon war für mich gestorben. Aber mit Sonne und Mond. Und als ich Bouts gesehen habe, dieses Eulen, dieses Pflanzen-Eulen-Starter-Pokémon, habe ich mir gedacht, scheiße, du musst nochmal anfangen, aber holy shit. Und ich habe mir das geholt, ich habe mir zwei Decks geholt, ich habe mir Sonne habe ich mir geholt und mit Bouts angefangen. Die letzte Entwicklung von Bouts ist übrigens komplett scheiße, by the way. Wo wir so gerade drüber sprechen. Die zweite ist auch nicht cool, die erste ist eigentlich nur cool. Und ja, ich habe Sonne sehr viel gespielt, aber nicht durchgespielt. Was eigentlich heißt, dass ich das nicht sehr viel gespielt habe, weil im Vergleich zu damals durchspielen war halt, okay, ab dann fängt halt das Late Game erst richtig an, das Pokémon sammeln. Und ja, das ist so ein bisschen meine Geschichte. Das ist meine Geschichte von Pokémon.
Und das heißt, ich habe ab der vierten Generation, also das ist so, jeder hat so eine Generation, ab denen er sagt, okay, das war, ab da ist Pokémon für mich gestorben, so ein bisschen. Es gibt ja die ganzen, ich glaube, die meisten Leute sagen, zweite Generation, die ganzen Oldschool-Leute sagen, zweite Generation ist für mich noch okay, danach ist Pokémon für mich gestorben. Davon gibt es, glaube ich, richtig, richtig viele Leute. Und für mich ist es halt, vierte Generation. Vierte Generation sind für mich so noch die normalen Pokémon, die ich sammeln will und die ich cool finde. Und die fünfte Generation habe ich halt einen ganz schlechten Geschmack, weil ich da halt böse angefangen habe zu cheaten und weil damit für mich Pokémon gestorben ist und weil ich die Pokémon auch echt nicht cool fand, weil die teilweise weird waren. Da sind auch die, haben die Leute ja angefangen, da waren ja auch die Pokémon mit dem Typ ist ein Angler, ne? Du bist auf dem Weg zum Bildshaus, oder? Aber jetzt liefern wir uns erstmal einen Kampf. Ich habe tatsächlich noch gar kein einziges Carpador in diesem Pokémon-Spiel gesehen, ne? Wird der Typ der erste sein, der ihn hat? Angler Alvaro? Alter, wie der guckt sein Gesicht? What the fuck? Yeah. Alter, seine Augenringe. Er hat einen Carpador, jawohl. Sehr schön. Auf jeden Fall, genau, fünfte Generation ist für mich so, Sechste Generation weiß ich tatsächlich, sehr wenig drüber. Es gibt ein, zwei Pokémon, die ich trotzdem noch cool finde. Zum Beispiel dieses Feuerflug-Pokémon. Fla irgendwas. Ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber das ist sehr cool eigentlich. Hat, glaube ich, zwei Entwicklungen nur. Und von der siebten Generation kann ich ein bisschen mehr halt, weil ich halt die gespielt habe. Und da sind auch coole Flug-Pokémon auf jeden Fall dabei. Zum Beispiel dieses, dieses Papageienvieh ist ganz cool. Die erste Entwicklung, die letzte finde ich, geht so. Ist eigentlich auch ganz cool, aber geht so eher. Und ja, das, wie gesagt. Und jetzt bin ich hier und sag Pokémon, let's go, Evoli. Nichts geschieht, Platscher. Das Vieh ist Level 14, Alter. Ab wann entwickelt sich das zu Garados? Weiß ich gar nicht mehr. 21? Irgendwie so. Ich glaube nicht vor Level 20, oder? Entwickelt sich das vor Level 20 zu Garados? Das wäre ganz schön krass. Würde eigentlich nicht passen. Normalerweise sollte sich Carpador sehr, sehr spät entwickeln. Aber ich glaube, die haben gemerkt, okay, wenn wir übertreiben und das irgendwie erst auf Level 40 sind entwickeln lassen, dann wird das Vieh niemand mögen. Niemand wird einen Carpador auf Level 40 trainieren. Wenn es nur Platscher und Tackle kann oder so. Das ist tatsächlich so, genau, Smaragd, eine meiner krassen Erinnerungen, weiß ich noch, dass Stalunior, was ein cooles Vieh ist, sich einfach erst auf Level 45 oder sowas zur zweiten Weiterentwicklung entwickelt, was mega krank ist, Alter. Weiterkämpfen. Weiterkämpfen? Weiterkämpfen. Das sind solche Erinnerungen, wo ich mir denke, jedes Mal, wenn ich Smaragd anfange, hole ich mir meistens Stalunior. Und holy shit, entwickelt sich das Vieh spät. By the way, Nidoran zerfetzt eigentlich gerade alles so ein bisschen, während ich über meinen Pokémon-Vergangenheit rede, ne? Oh lol, das sieht ja cool aus. Die Animation war ja ganz nice, von hinten aus irgendeinem Grund so, ne? Härtner! Oh Gott. Der Typ hat, ist ein bisschen fett, oder? Ich finde, der Typ sieht mega witzig aus. Einfach seine Augenringe, sein komischer Blick und sein kleinen Bauch, den er hat. Der sieht aus wie ein Amerikaner. Ein richtiger alter Veteran-Amerikaner. Scheiße. Nein, mein Nidoran. Los, Bilasam. Mit dir kämpfe ich so wenig, aber let's go. Wobei, allgemein kämpfe ich mit Evoli auch sehr, sehr wenig, ne? Ich glaube, mit Nidoran habe ich jetzt am meisten gekämpft. Aber aus irgendeinem Grund ist es trotzdem nur Level 14 oder so, ne? Oder ist es schon höher? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist Level 14, ne? Wisst ihr, was ich ganz schwierig finde? Wenn Leute einen fragen, was ist dein Lieblings-Pokémon? Ich meine Lieblingsfarbe, soweit bin ich. Dies habe ich entschieden. Gelb ist meine Lieblingsfarbe, by the way. Aber Lieblings-Pokémon ist heftig schwer. Da müsste ich halt echt krass nachdenken. Ich mag sehr viele aus der zweiten Generation. Da gibt es sehr, sehr viele coole. Aus der ersten sind auch sehr viele aus der dritten. Also die ersten drei sind auf jeden Fall meine Lieblings. Vier sind auch sehr, sehr viel coole. Aber die ersten drei sind schon die besten. Und, ja, oh Gott, man müsste das, das ist echt schwer. Die Lieblingsgeneration ist schon schwer. Ich glaube, da würde ich vielleicht drei nehmen. Aber selbst da bin ich mir sehr, sehr unsicher. Gengar finde ich sehr, sehr cool zum Beispiel. Nebulak, Alpollo, Gengar. Aber Lieblings, oh Gott. Da müsste man echt mal, da muss man eine richtige Studie machen, was das Lieblings-Pokémon von einem ist. Ich gebe auf. Du kannst nicht aufgeben, wenn du schon verloren hast. So funktioniert Aufgeben nicht. Oder glaubt, dass ich ihn noch weiter angreifen werde?
Was ist jetzt mein... Ist es schon Level 15? Ja, Level 15 ist es sogar schon. Ja, den Rest können wir... mit Birsam machen. Holen wir Birsam aus dem Pokéball. Klumpfenser war schon so lange nicht mehr aus dem Pokéball, aber Klumpfenser wird gleich in der Wasserarena, da wird es seinen Moment haben, wo es scheinen kann. Okay, hier ist Bildshaus, ne? Oh, ein Ass-Trainer. Die sieht aber cool aus. Wie kann man sich das noch alles... Aber da gehen wir nachher gleich zurück, ne? Ist hier nicht so ein Cup, wo sich normalerweise Leute treffen zum Knutschen? Das war hier doch, ne? Das ist doch... Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist normalerweise in den Editionen hier so. Weil da Leute irgendwie sagen, oh, man hat hier Misty gesehen mit jemandem. Lala. Ja. Ich denke, ich werde hier aber die Folge beenden. In der nächsten Folge gehen wir endlich zu Bill, Alter. Upsala, ich hab... Ja, Evoli. Evoli spielt vergnügt mit seinen Schatten. Komm, Evoli, ein bisschen streichen will ich noch. Evoli. Komm, mach dieses Brrr. Das finde ich am süßesten. Ja, komm. Verdammt. Komm, am Ohr. Geht das überhaupt? Gar nicht. Okay, er will es nicht machen. Es tut mir leid, Leute. Er will es einfach nicht machen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, in der nächsten Folge checken wir Bill aus. Und das wird bestimmt recht lustig. Und besiegen die Ass-Trainerin da hinten. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.